Hallo, mein lieber Zwilling, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute schauen wir uns die Monatslegung an für den Monat Mai, und zwar für den lieben Zwilling. Du darfst dir natürlich auch deine anderen Placements anschauen, wie Mond oder Venus. Das ist komplett dir überlassen. Manchmal resoniert es mehr. Lieber Zwilling, bitte beachte, das ist nur eine allgemeine Legung, also biege nichts zurecht, nimm wirklich nur das, was passt. So, fangen wir doch gleich an. Dein Hauptthema, lieber Zwilling, im Monat Mai, bitte. Ja. Sieben der Stäbe haben wir hier und der Gehängte. Lieber Zwilling, ich nehme ein bisschen eine Art Blockade war. Einige von euch müssen sich für irgendetwas entscheiden oder ja, es ist nicht nur eine Entscheidung, es ist wie mehr, ihr müsst auch wissen, für also welche Optionen da sind. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ihr könnt wie nicht, weil ihr seid komplett in der Luft. Ich habe auch das Gefühl, ganz viel, bei vielen von euch ist der Kopf extrem voll. Ihr habt extrem viel zu tun. Also ihr seid so voll, dass ihr gar noch nicht aussortieren könnt. Was sind eure Optionen? Für was müsst ihr euch entscheiden? Kann auch sein, dass ihr jemanden kennengelernt habt und dass es dort wie etwas blockiert ist oder wie hangt. Es geht irgendwie voran, aber irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich holprig an, nehme ich wahr. Es ist nicht im Fluss. Kann auch sein, dass ihr mit jemandem einen Konflikt hattet. Und dass durch diesen Konflikt ist es ein bisschen wie ins Stocken gekommen. Kann auch ein Streit sein. Ja, eine Nachricht, eine Mitteilung, etwas ist passiert und das hat das verursacht, das Ganze. Wahrscheinlich habt ihr das nicht unbedingt erwartet und jetzt seid ihr komplett ratlos. Ihr könnt auch wie nicht mehr unterscheiden, was sind eure Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse eures Gegenübers. Also nämlich ganz stark wahr, Blockaden. Ihr habt wie das Gefühl, jemand hat euch ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen oder es fühlt sich so schwerelos an oder ihr habt den Kopf voll, kommt nicht voran. Schauen wir mal weiter, lieber Zwilling. Ja, aber ihr kommt in eure Kraft mit der Stärke. Kann auch sein, dass ihr es mit einem Löwen zu tun habt. Ist aber nicht, also Feuerzeichen. Ja, the Empress. Ja, vielleicht bekommen auch einige von euch die Mitteilung, dass ihr schwanger seid. Und ihr seid komplett, ja, komplett zuerst überfordert. Oder die Frage, will man ein Baby? Und ihr habt euch das vielleicht noch nie überlegt. Oder ihr seid komplett überrascht, dass diese Person euch das fragt. Sechster Stäbe. Ja, interessant, aber gut. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen so wie eine Ratlosigkeit. Ja, siebenter Schwerter. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Vertrauensprobleme, habe ich das Gefühl. Ganz viele von euch. Ja, nehme ich ganz stark wahr. Vertrauensproblem. Ihr habt Angst, dass ihr belogen werdet, dass ihr betrogen werdet. Wahrscheinlich, weil ihr in der Vergangenheit solche Erfahrungen gemacht habt. Aber schauen wir mal. Wir haben hier die... Ja, schön. Ihr bekommt Kraft, Stärke, Selbstbewusstsein und Sanftmut. Also das alles habt ihr. Kann auch wirklich sein, dass jemand auf euch zukommt mit einem Feuerzeichen und dass diese Person voller Leidenschaft ist, herangeht. Und ihr wisst ganz genau, ihr kommt in eure weibliche Kraft mit der Herrscherin. Ihr wisst, das braucht Zeit. Es ist nicht von heute auf morgen alles bereit. Es muss wachsen. Aber es hat Potenzial zu wachsen. Also das, was hier kommt, sehe ich ganz stark.
kann wirklich Wurzel schlagen, kann langfristig etwas sein, was auch immer das ist. Bei einigen wird das beruflich sein, bei einigen wird das in der Beziehung sein. Und wirklich andere werden erfahren, dass sie schwanger sind oder sich dazu entschließen, dass sie versuchen, eine Familie zu gründen. Weil hier mit 6 der Stäbe eine Feier, eine Nachricht, kann wirklich sein, dass es auch eine Beförderung ist oder dass ihr eben schwanger seid und dass ihr das feiern könnt. Ja, Feuerzeichen, jemand, der euch ein bisschen Leidenschaft gibt hier. Sehe ich ganz stark. Abschauen wir noch genauer rein. Aber es ist schön, ist so eine schöne energetische Energie hier. Hier ist so ein bisschen Fragezeichen und hier ist es so schön. Schauen wir weiter. Ja, es geht wirklich auch um das Thema Vertrauen. Kann ich mir selber vertrauen? Kann ich dem Gegenüber vertrauen? Kann ich dem Projekt vertrauen? Es geht wirklich um Vertrauen. Doch ich glaube, ihr möchtet es riskieren. Ihr möchtet dieser Person oder dieser Sache vertrauen. Ich glaube, ihr seid extrem zuversichtlich. Es kommt ab und zu wieder hoch, nehme ich wahr. Dieses Misstrauen, vielleicht ein bisschen Eifersucht. Ja. Ihr müsst auch, kann auch sein, dass vielleicht einige von euch Menschen um euch haben, die nicht so damit einverstanden sind, mit dem, was ihr machen möchtet oder mit dieser Person. Und ihr müsst euch dagegen wehren. Also ich nehme auch ganz wenig, ein bisschen Neider. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, was ihr erzählt, aber nicht alle. Und hier sehe ich ganz klar, ihr müsst um das kämpfen, was ihr wollt. Also hier könnt es wirklich, wenn es um Thema Baby geht, Familie, jetzt ein bisschen, vielleicht so ist auch ein bisschen Konflikt hervorruft. Oder kann natürlich auch etwas, eine Beziehung sein, die Beziehung selber. Dass das ein bisschen das Thema, sind wir jetzt zusammen oder heiraten wir, ein bisschen ein Konflikt gibt. Ihr müsst dazu stehen. Aber ich nehme auch ganz wahr, ihr habt aber auch Geduld dafür. Ja, es wird Klarheit gesprochen. Also jemand hier, entweder bist du das, lieber Zwilling, oder es ist dein Gegenüber. Ich sehe hier auch Pro-Kontra-Liste. Jemand macht vielleicht ein bisschen Pro-Kontra-Liste, rechnet etwas aus, ob es geht oder nicht, was auch immer. Sei es zusammenziehen, etwas kaufen, eben Familienwunsch. Aber hier wird, oder soll man zusammenkommen, Pro-Kontra-Liste. Kann auch im Kopf sein. Aber dieses analytische Denken führt dazu, dass ihr etwas feiern könnt. Also ihr bekommt eine positive energetische Nachricht. Schön. Schauen wir weiter. Vielleicht von dieser Person, vielleicht bist es auch du, die eine Entscheidung fällt. Zwilling, oh ja. Ja, 2 der Kelche. Ja, viele werden vielleicht wirklich in eine Beziehung gehen oder mit jemandem zusammenarbeiten. Ganz schön, 2 der Kelche. Man fühlt sich extrem zueinander hingezogen, aber auf emotionaler Ebene, auf seelischer Ebene. Man fühlt sich verbunden. Man hat das Gefühl, man ist am richtigen Platz. Schön. Ja, lieber Zwilling, aber du musst schon. Also lass dir Zeit, wenn du irgendetwas überlegen musst. Kann auch sein, dass ein Erdzeichen auf dich zukommt, als Jungfrau, Fisch sehe ich, Feuerzeichen, Löwe. Und das ist nur die Energie, also es muss nicht unbedingt das Sternzeichen direkt sein. Aber hier sehe ich wirklich, du musst aufpassen, dass du darfst dir Zeit nehmen, aber du musst aufpassen, dass du nicht zu sehr in deine Gefühle gehst, in deine Angst, dass du dich verstecken willst. Nehme ich ganz fest wahr. Also red dir auch nichts schön. Ich versuche, die Balance zu behalten. Ja. Aber du bist ein bisschen blockiert mit 9 der Stäbe.
sehe ich ganz, du kannst dich noch nicht so locker lassen, dass du vertraust dieser Sache noch nicht 100%. Ich habe auch das Gefühl, es ist relativ frisch, nehme ich wahr, was auch immer das ist. Du traust das, also diese Person muss sich wie noch etwas beweisen. Kann auch umgekehrt sein, vielleicht vertraut die Person euch noch nicht und ihr müsst euch noch etwas beweisen. Also dreh so, wie es passt. Ja, 5. Schwerter, ja, da. Ihr habt Angst, dass ihr betrogen werdet, dass jemand euch etwas wegnimmt, etwas, was ihr vielleicht aufgebaut habt, sei es Selbstwert oder ein Geschäft. Ihr habt einfach Angst. Schauen wir mal weiter. Ja. 4. Kelche. Ihr seid wie blockiert. Also ich habe das Gefühl, eure Gedanken sind in der Vergangenheit bei dieser Person, die euch betrogen hat. Und die andere Person, die vor euch stehen möchte, weiter und streckt schon die Hand aus und ihr habt sie mal so halbherzig gereicht oder vielleicht nur anfangs so energetisch gereicht, aber noch nicht ganz. Weißt du, wie ich meine? Du musst wirklich aufpassen, lieber Zwilling, dass nicht eine Chance an dir vorbeizieht, die für dich bestimmt ist. Ja. Du machst eine Pause, du ziehst dich zurück. Also jemand kann sein, lieber Zwilling, wenn du jemanden kennengelernt hast und das wirklich so ein bisschen hochkommt, dass dich plötzlich jemand vielleicht zurückzieht. Also entweder bist du das oder dein Gegenüber. Aber das ist nur, weil noch etwas nicht verarbeitet ist, weil eine Angst da ist, dass man betrogen wird, dass man nicht vertrauen kann. Nehme ich ganz stark wahr. Schauen wir mal mit dem Kleinen. Ja, aber das Glück ist auf deiner Seite, hier mit der Verbindung. Ja, hast du es gesehen? Ah, 3 der Schwerter. Angst, Herzschmerz. Du hast so Angst, verletzt zu werden. Ja, hattest du vielleicht vorher eine toxische Beziehung? Kann auch sein, dass es um einen Steinbock geht, muss aber nicht. Ich nehme wahr, viele von euch hatten vielleicht Angst vor Abhängigkeit, toxisch. Ihr könnt euch wie nicht fallen lassen, habe ich das Gefühl. Ihr wollt aber ihr braucht so wie Baby Steps. Oder euer Gegenüber braucht die Baby Steps. Ja, ihr möchtet das Alte hinter euch lassen und zum Neuen gehen, aber es fällt euch schwer, es ist nicht ohne. Weil hier kommt euer Glück, 10. Kelche. Aber ihr seid etwas blockiert, entweder ihr oder euer Gegenüber. Schauen wir weiter. Was ist das Endresultat? Mai, Zwilling bitte. Ja, diese auch noch. Ja, oh mein Gott. Schön. Oh, schauen wir so. Oh mein Gott, lieber Zwilling, die Chance für das pure emotionale Glück, also die Chance für die ganz große Liebe oder für deine Berufung, einfach etwas, was dein Herz berührt, die wirst du bekommen. Eine große Chance. Und hier kommt jemand, wirklich voller Leidenschaft, zuversichtlich, König der Stäbe. Es ist wirklich Feuer und Flamme für euch. Für einige kann es sein, aber wirklich, dass hier vielleicht nochmals jemand Neues kommt, nochmals jemand Neues. Und mit dieser Person habt ihr eine extreme, starke, körperliche Anziehung. Extrem. Also mehr körperlich als emotional, aber nur für wenige wird das sein. Für andere wird das die ein und die gleiche Person sein, also emotional und körperliche Verbindung. Hier, eine Chance für Neuanfang. Eine Chance, dass ihr wirklich von neu starten könnt und dass ihr es auch macht und voller Leidenschaft dranbleibt. Schön. Ja, Bube der Stäbe. Wirklich. Jemand kommt auf euch zu. Schauen wir mit den Kleinen. Ja, ihr manifestiert euer Glück. Extrem. Ihr manifestiert das pure Glück. Und ich glaube, alle Türen stehen euch offen. Ja. Und ich glaube, der König der Stäbe, also
sie sieht den Wert in euch. Also die kann sein, dass er vielleicht etwas länger braucht für etwas Festes, aber es ist etwas Stabiles. Ja, ist schön. Ja. Du wirst das, vier der Kelche, du willst das Angebot annehmen. Du prüfst es noch genau, doch du nimmst die Chance an. Du gehst voran. Ganz schön. Ich glaube, die Person stellt euch auch in den Mittelpunkt. Also für diese Person seid ihr der Star. Schön. Wirklich sehr gut, lieber Zwilling. Schauen wir weiter. Was ist der Rat der Karten für im Mai? Ja, der Herrscher. Ganz wichtig, begegne allen Personen auf Augenhöhe. Lass dich nicht runterdrücken und sieh auch nicht von oben herab. Augenhöhe, ganz wichtiges Thema. Wenn du jemanden kennenlernst und diese Person ist vielleicht selbstständig oder du bist selbstständig und die andere Person nicht, Augenhöhe begegnen. Nicht herablassend werden. Wirklich, kenne deinen Wert. Lass dich nicht herumdirigieren, egal in welchen Bereichen. Augenhöhe, ganz großes Stichwort, nehme ich hier wahr. Was ist dir nicht bewusst, lieber Zwilling? Oh, lieber Zwilling, ja, finanzielle und emotionale Stabilität erwartet dich. Etwas, was richtig verwurzelt ist, etwas, was aufblüht. Und ich glaube, dir ist das nicht bewusst. Also wenn du dich selbstständig gemacht hast, das wird extrem aufblühen, extrem stabil. Und auch in der Liebe, diese Person zusammen mit dir, ihr könnt eine extreme Stabilität erwarten. Und ich glaube, das ist dir nicht bewusst. Kann auch sein, dass natürlich jemand ist, der ein bisschen Geld hat. Natürlich nicht für alle. Nehme ich wahr, und dass du das nicht weißt, dass diese Person Geld hat und dass du dadurch ganz wenige, nehme ich wahr, vielleicht sogar reich werden. Aber wirklich, das wird nur für ganz, ganz, ganz wenige zutreffen. Ja, nehmen wir doch noch einen. Blinder Fleck, bitte. Drei der Schwerter. Also dein Herz, dein Kummer, das, was dich belastet, ist noch da. Es ist noch nicht verarbeitet. Wahrscheinlich hast du es verdrängt, lieber Zwilling. Nehme ich ganz stark wahr. Also etwas ist noch da, Herzschmerz von irgendetwas. Das musst du noch heilen. Akzeptiere den Schmerz. Versuch diesen wirklich zu heilen. Also schließ damit ab, was auch immer das ist. Schauen wir mal hier, was haben wir mit diesen Karten? Habe ich noch andere? Ich finde die total süß. Ich hoffe, ihr seht es. Ein bisschen näher. Fünf des Denkens. Der Weg, den du eingeschlagen hast, schien der richtige zu sein. Doch jetzt stehst du vor einer Herausforderung. Es gibt eine bessere Richtung, die dich letzten Endes viel glücklicher machen wird. Veränderungen sind notwendig, damit du wieder auf den richtigen Weg findest. Meide den Umgang mit negativen Menschen, Augenhöhe, die dich schwächen oder unerwünschtes Drama in dein Leben bringen. Sehr schön! Also wirklich schau an, wohin du willst. Kann sein, dass dich das ein bisschen verunsichert. Aber es ist okay, also ich sehe, dass du hier vorangehst. Da habe ich wirklich keine Bedenken. Schauen wir noch mit diesen Karten, liebe Zwilling. Das musst du noch hier wissen. Ja, Sehnsucht. Ich glaube, bei vielen fehlt etwas. Die Liebe. Etwas, was euer Herz aufblühen lässt. Sehnsucht. Ihr sehnt euch nach etwas. Und ich glaube, im Mai könnte das wirklich durch die neue Person etwas getriggert werden. Diese Sehnsucht. Oder euch wird bewusst, dass ihr das vermisst habt. Nehmen wir noch so eine. Zwilling, bitte. Erzengel Raphael.
Bitte um Heilung und kehre zurück zu Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Haben wir hier wieder mit dem Dreiderschwert. Ich glaube, euch ist das vielleicht gar noch nicht so bewusst, dass dieser Schatten noch auf eurem Herzen liegt. Löst den Schatten wirklich auf. Löst ihn. Er tut euch nicht gut. Er blockiert euch. Versucht vielleicht etwas auch fürs Herzchakra zu machen. Nämlich wahr, es gibt Meditationen extra für Herzchakra. Das glaube ich, das... Ja, ich weiß die andere Bezeichnung nicht mehr. Aber versucht etwas mit für das Herzchakra zu machen. Also stellt euch vor, wie euer Herz ein Fenster ist und wie ihr das Fenster öffnet. Und dass der frische Wind, der euch Luft gibt, damit ihr atmen könnt, hineinkommt. Also wirklich versucht zu meditieren und euch das bildlich so vorzustellen. So, mein lieber Zwilling, hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!